Aliens. Und eine Stadt, glaube ich. Wobei, das sieht gar nicht wie eine Stadt aus. Es sieht aus wie eine... Ja, wobei, vielleicht so eine Hafenstadt. Keine Ahnung. Aber es sieht nicht so aus wie im Original, wie so eine Großstadt. Auf jeden Fall. Da ist ein Häuschen. Und ein langer Gang, wie im Original. Seht ihr, es ist wie im Original, Leute. Kein Grund, euch so aufzuregen. Im Original waren aber nur 3 Blumen oder so. Und, Hallöchen. Und der Gang war länger. Oh, ich weiß wieder, wo es... Oh mein Gott, kommen wir nicht in die monochrome Welt? Primal. Oh. Oder auch nicht. Danke. Ups, das war der falsche Knopf. Okay. Reach a bed of flowers on top of a pyramid. Wir haben übrigens... Wir brauchen nur noch 8 Achievements. Damit wir 100% haben. Mit der Vermutung, dass das letzte Achievement ist, dass wir 100% haben. Nee? No? Glaubst du nicht? Das letzte Achievement ist nicht, dass wir 100% haben. Und was vermutest du? Sag sie mir nicht. Okay. Wobei, gar nicht mal. Es ist doch so einfach. Ich glaube, wir haben alle Secrets mehr oder weniger. Denn die letzten 8 Achievements, die wir brauchen, sind realistisch, glaube ich. Da habe ich übrigens nicht in der Liste nachgeguckt, dass wir 100% haben. Was vielleicht ja gar nicht mehr möglich ist, weil wir das eine Concept Art nicht mehr kriegen können. Dass wir die offene... Dass wir die Tür hier öffnen? Vielleicht? Dass wir... Ich zähle das mal alles durch. Dass wir das Secret-Ende bekommen, dass wir das normale Ende bekommen, dass wir alle Jellyfishes finden, dass wir alle Effekte finden, dass wir noch einen Effekt finden, den wir noch brauchen. Und dann gibt es nur noch 2, keine Ahnung, dann passiert noch irgendwas anderes Cooles vielleicht. Gehen wir in die neue Welt. In eine Welt, wo wir noch nicht waren. The Outside World. Draußen. Da, wo Madotsuki wahrscheinlich auch schon seit Jahren nicht war. Aber wir waren doch vor kurzem. Wir waren ganz am Anfang, waren wir draußen. Wir waren doch shoppen. Das war kein Traum. Ich wusste doch, dass es 2 Girls gibt. Wow, das war eine coole Rolle. Was nochmal? Ach, das ist schon geil. Hallöchen! Ah ja. Was ist, wenn ich mit Messer komme? Was ist, wenn ich mit Regenschirm komme? Kann ich... Oh, ich kann mich gar nicht bewegen. Oh, das mussten wir sogar machen? Okay. Ach, natürlich mussten wir das machen, klar. Bin ich doof oder so? Natürlich. Was ist das? Alter, was hat die Schule für eine Stahltür, ey? Fotofragment, oh. What the fuck? Das ist doch eine richtige Person. Willst du mich verarschen? Moment. A piece of an old torn photograph. Das ist doch eine richtige... Jetzt bring mal keinen Fotorealismus hier. Oh, die Lampen gehen an und aus. Jetzt bring keinen Fotorealismus in mein spoopy Animo-Game. Oh, hi. Willst du das haben? Bücher? Was bist du? Bist du ein Streber oder was? Willst du Bücher haben? Willst du lernen und intelligent sein und ein schönes Leben machen? Hier sind Bücher. Kann ich nicht einfach sowas geben? Willst du wirklich
nachher irgendwas Sinnvolles machen und durch eine gute Ausbildung Geld kriegen und dich selbst verwirklichen können und Zeugs an die Wand kritzeln, wie jeder normale Mensch das machen sollte. Oder auch nicht, keine Ahnung. Was bist du denn für ein Juan? Ah, hier ist verschlossen, okay. Wahrscheinlich werden wir einen Schlüssel kriegen von dem Jungen. Von dem jungen nackten Mann. Boah, ein Gitarreneffekt. Gibt es irgendeinen Gitarreneffekt in irgendeinem Fangame? Weiß ich gar nicht. Oh, eine Violine und ein Klavier. Boah, ein Klaviereffekt. Ey, das will ich haben. Oh, Hallöchen. Du möchtest eine Triangel. Okay. Ach, an der können wir gar nicht vorbei. Okay. Na gut. Wo kriegen wir die Dinger denn her? Auf der Toilette natürlich. Hallo, Affe. Hallöchen, Toilette. Concept Unlock. Ey, hier ist doch 100 pro irgendetwas. Haben die in Japan echt solche Toiletten übrigens? Ah, das sind die Bücher. Stack of Books. Weil hier ja nicht genug rumliegt. Und da oben ist noch was. Wie kommen wir da ran? Können wir nicht den Besen hier nehmen? Achso, wir können da gar nicht rein. Ich hab's gar nicht gehört. Irgendwas sagt mir, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert, sollte ich dem Typen die Bücher geben. Wir müssen das jetzt nicht die ganze Treppe runterschleppen, oder? Hallöchen, Fetti. Möchtest du ein Foto haben? Du möchtest einen Stift. Stift. Was sind diese Symboliken? Ein Stift, ein Buch und... Ja, schade, dass es nicht mit dabei aufgeht. Wofür brauchen wir die? Da ist noch was. Concept Art. Ah, wie schön. Ganz viel Concept Art. Das gefällt mir sehr. Und da ist irgendwas. Fotofragment. Passiert was? Oh, Minigame! Richtig geiler Roller. Ah, ist es schön. Aber nee, nicht wenn ich 5 Millionen Sachen auswählen muss erstmal. Um den Effekt, um dieses lustige Ding zu kriegen. Naja, okay, dann, ich glaube, das war auch ein Foto. Fotofragment. Können wir den da unten dort bringen? Komm, schubsen wir unten. Randale! Randale! Das hat sich auch eine Randale angehört. Einfach mal so ein ganzes Schließfach die Treppe runterrollen lassen. Boah, das wär's doch. Wird der nächste Abi-Gag. Bei irgendeiner Schule. So, und ich vermute, wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück. Dann müssen wir... Wir müssen jedem Einzelnen was geben, weil der Typ mit den Büchern, der kriegt halt Büchersachen. Und dann gibt uns eine Triangel. Eine Triangeltyp. Der gibt uns dann einen Stift. Oder wir kriegen zuerst einen Stift, beziehungsweise einen Pinsel. Und dann kriegen wir eine Triangel. Hauptsache schön Backtracking machen. Und dann kriegen wir das letzte Fotofragment vom Typ mit der Triangel. So, wo war der Typ nochmal? Da oben, genau. Im dritten Floor. Joa. Dann kriegst du mal den hier. Bitteschön. Oh, geilen Pinsel. Hier nimm meine Triangel. Eine Triangel heißt so, weil sie drei Winkel hat. Versteht ihr? Tri wie drei und Engel wie Winkel und so. Eine Triangel.
Sicherlich nicht, weil das originale englische Wort für Dreieck Triangle heißt. Nein, nein, nein. Es muss so kompliziert gemacht werden. Das ist schon so geplant. Und, okay. Da habe ich auch gesagt. Da kommt das letzte Fotofragment von einem Geisterjungen. Warum hat er das überhaupt? Also ich möchte ja nichts sagen, aber warum war das Fotofragment hier oben? Warum war das Fotofragment in einem Schließfach? Warum hatte dieser Ghostboy ein Fotofragment? Und warum haben wir nur das letzte gefunden? Keine Ahnung, auf der Toilette oder so, keine Ahnung. So, und jetzt können wir das drehen. Oh ja, wir können das drehen. Oh boy, aber es ist langsam. Uff, okay, ja, okay. Zum Glück habe ich super viel. Oh, jetzt können wir schon. Das können wir schnell drehen. Okay. Ach so, okay. Ja, gut. Zum Glück habe ich mega. In letzter Zeit mega viel. Wie heißt das Spiel nochmal? Puzzle Attack. Nee, keine Ahnung. Wie hieß das gute Ding nochmal? Picture Puzzle, glaube ich, hieß das. Gibt's auf Steam für leider meiner Meinung nach einen ziemlich teuren Preis. Ich habe es auch irgendwann mal bekommen, weil es einfach irgendwelche Steam Keys waren, irgendwelche random Steam Keys, die ich bekommen habe. Das ist so ein fotorealistisches Bild. Bringt doch nicht fotorealistische Bilder hier rein. Bist du doof oder was? Guck mal, ich habe ein Foto. Wow, okay, nimm einfach die Seele. Also ich weiß, es gibt die Theorie, dass eine, oder nicht die Theorie, gar nicht, aber es gibt so die Idee, dass wenn du eine Kamera hast, dass du dann die Seele von jemandem, aber komm schon, das war ein Foto, das war noch nicht mal die Kamera selbst, das war ein Foto von dem Mädel. Aber ja, was soll ich mal sagen? Genau, Picture Puzzle, ziemlich geiles Ding, ich liebe solche Puzzle-Sachen. Fand ich nice. Und ich kann die Schule auch. Wo ist die? Ah ja, Schule muss ich erstmal aufschreiben. Ich schreibe mal die Schule auf. Und ich schreibe auf. Ich wollte gerade schreiben Hölle. Aber ich habe schon Schule aufgeschrieben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich schreibe trotzdem mal hell auf. Synonym für Schule halt. Kennt man. Wir können auch gar nicht mehr schlafen. Geil. Dann gehen wir mal diese zufällig gut platzierte... Oh, das schwebt alles rum. Okay, nevermind. Zum Glück haben wir den Umbrella-Effekt, mit dem wir double jumpen können. Woo! Ach so, müssen wir gar nicht. Wir können auch direkt hier runter. Aber können wir vielleicht... Yeah, boy! Wir können! Oh, ist das nice! Genau, Picture Puzzle, cooles Ding, aber ein bisschen teuer. Ah, endlich! Boah, hat das lang gedauert. Das wollte ich jetzt nicht machen, aber okay. Oh, was passiert mit mir? Oh. Oh. Oh, ich rolle weiter. Oh nein. Das mussten wir sogar machen. Zum Glück haben wir keinen Fallschaden. Und deswegen finde ich deren Idee, dass man alle Effekte braucht, komisch, um das Spiel zu... Weil... Gerade, wisst ihr, ich habe mich beschwert beim Original, aber die Effekte sind halt alle so, die sind halt einfach nur da, aber die haben keinen Sinn. Jetzt, wo ich das so sehe, die brauchen noch keinen Sinn zu haben, gerade bei so einem Spiel, was so nicht linear ist. Ein Banjo. Oder ein Lever, okay. Banjo, Lever. Leverkusen. Und so. Oh, da ist was. Yeah. Die Hand. Toilet Key. Nice. Ne, aber... Ist schon scheiße. Oder kann schon scheiße sein. Oh, was ist hier?
Da bist du ja wieder. Diesmal sogar in Farbe? Sehe ich das richtig? Bist du in Farbe? Es wird wohl sicherlich so... Was ist das Geräusch? Habe ich was gefunden? Okay. Kann ich dich benutzen auch direkt? Und was machst du dann? Oh. I see. Können wir uns irgendwie durchschmuggeln? Irgendwie hier oben? Nee, können wir nicht. Okay. Da war eben so ein Geräusch. So ein, hey, du hast es geschafft, Geräusch. Und die Musik spielt rückwärts. Okay, dann müssen wir doch hier unten. Oder ist es das, was wir eben aktiviert haben? Betätigen wir erstmal Hebel. Einfach krumm und quer Hebel betätigen. Erstmal hier. Ah, weil wir wahrscheinlich wieder umgebracht werden würden vom Wasser, weil Wasser ist böse. Ich sehe übrigens ein Muster. Ich erkenne das Muster. Oh nein, das hätten wir nicht machen sollen. Wir hätten erstmal... Oh nein, wir hätten erstmal nach oben gehen sollen. Oh nein. Kann ich dich hier reinschubsen? Und dann spawnst du da oben wieder? Nö. Oh. Was heißt doch nicht böse angeblich? Oh nein, aber ich hätte erstmal nach oben auf dem Ding, mich auf das Ding stellen sollen und dann hier nach oben. Habe ich nicht gesehen. I'm sorry. Oder können wir hier einfach... Nö. Ich hab verkackt. Sowieso frage ich mich, was werden, wenn wir... Angenommen, wir werden jetzt... wir würden jetzt aufwachen, ne? Ich denke mir so, boah, keinen Bock mehr. Ich möchte das Concept Art sehen, was ich gesehen habe, weil das ist so geil. Und dann wachen wir auf. Und plötzlich sind wir wieder... Und wir wollen wieder zurück zur Schule. Müssten wir alles nochmal neu machen? Also wahrscheinlich halt nicht, aber... Okay, ich hoffe, du bist echt wieder oben. Haben schon... Okay, der ist oben. Das ist gut. Müssen wir dich nochmal betätigen? Ja, weil warum nicht? Ja, wahrscheinlich müssten wir einfach wieder durchlaufen. Was natürlich immer wieder nervig ist für den Spieler. Aber hey, ich bin kein Game Designer. So, dann... Weißt du was? Ich schieb dich auch erstmal an Position. Obwohl, nein, ich schieb dich nicht in die Position. Ich hoffe einfach mal, dass ich euch beide gleichzeitig verschieben kann, weil Madatsuki so eine harte japanische Supermädel-Dame ist, die richtig viele Muckis hat. Die ist zwar den ganzen Tag zu Hause, aber die hat Muckis. Und bitte macht jetzt keinen Fanart von irgendeiner superbuffen Madatsuki. Oh mein Gott, das... Es geht... Okay, es ist langsamer, aber es funktioniert. Das ist schon ein schöner Effekt, dass man auch sieht, okay, das dauert ein bisschen. Das haben die gut mit eingeplant. So, und was hier? Ach ja, da finden wir die Triangel wieder. Vielleicht können wir die Typen bestechen. Oder wir können einfach hier raus. Okay, da ist ein Hebel. Ah, ich sehe es. Damit wir das nicht nochmal machen müssen, falls wir runterfallen. Weil das wäre nämlich richtig schlimm. So, können wir hier rein? Wir können hier rein. Und wir müssen Jump'n'Run-Sachen machen. Yay! Einfach im Asteroidenfeld. Gefühlt. Lampe. Können wir die mitnehmen? Light! Hold RT to light up dark places. Willst du mich foppen? Was ich natürlich nicht machen kann. Mit meinem momentanen... Moment, dann... Nein, 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 nicht aufwachen, nicht aufwachen, nicht aufwachen. Ich habe es gerade eben angesprochen, aber nicht tatsächlich tun. Ah.
Okay, das wird jetzt lustig sein. Oh, nee. Nee, nee, nee. Ich hab, oh Mann, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass wir es nicht benutzen müssen. Ich hoffe einfach, dass wir es nicht benutzen müssen. Und wir müssen es benutzen. Das war der falsche S. Oder auch nicht. Vielleicht würden wir einfach nur runterfallen. Dann gehen wir weiter durch die Tür. Übrigens, das Achievement war Afraid of the Dark. Also es heißt Light und die Beschreibung ist Afraid of the Dark. Noch ein Level. Damit sich wahrscheinlich ein Tor öffnet. Damit wir das alles nicht nochmal machen müssen. Auch wenn das hier gerade gar nicht so viel war. Concept Art. Yeah. Da können wir nicht durch. Okay. Ah, nee. Damit wir den hier benutzen können. Damit wir nicht alles machen müssen? Fragezeichen. Können wir einfach schummeln? Wir sind ja hier am Ende. Ach, nee. Okay, die war eins weiter unten. Dann nevermind. Aber bevor wir hier irgendwas machen. Konnten wir hier rein? Oder waren wir hier schon drin? Ach, nee. Das war mit der Lampe. Okay. Dann müssen wir dich wahrscheinlich nach unten schieben. Komm schon, Rocky, du schaffst das. Ich glaube an dich. Und jetzt der Leap of Faith. Okay, dann nicht. Ach ja, genau, weil... Oder müssen... Nein, oder... Moment mal. Wo muss der hin? Das hätte ich vielleicht mal mir überlegen sollen. Weil hier unten wird da einfach nur runterfallen. Oder, oh, ich habe eine Vermutung. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht runter. Nee, okay. Vielleicht muss ich darüber klettern? Der Platz würde ausreichen. Und ich kann den aber nicht weiter schieben. Vielleicht gerade deswegen ja nicht. Okay, ich merke schon, wir müssen irgendwie durch eine Tür gehen. Das ist aber nicht. Nee, okay. Ansonsten. Nee, können wir so nicht hoch. Dann machen wir es den normalen Weg. Einmal hier hoch. Oder auch nicht. Komm schon. Ich werde schon irgendwie hochfinden im nächsten Part. Bis dahin, Leute. Habt noch einen schönen Tag und bleibt spooky.